Duft von Knoblauch liegt in der Luft. Saftiges Grün. Jetzt ist Bärlauchzeit. In tieferen Lagen ist diese fast schon zu Ende, aber nicht hier oben auf 1200 Metern. Hier startet die Gebirgsbärlauchsaison gerade erst. In den Ammergauer Alpen am Höllstein ist Teamleiter Radu Garter seit 12 Jahren für das Pflücken am Berg verantwortlich. Keine leichte Arbeit. Hier oben ist ganz gefährlich. Ist steil, sind Steine, sind Bäumaste, rutschig, ist Regen und kann Kiste runterrutschen. Zum Beispiel sind jetzt ich behalten mit Knie, mit Fuß, sonst rutscht bis unten. Und Steine manchmal kommen von oben runter, muss man aufpassen. Ist Berg. 11 rumänische Saisonarbeiter sammeln hier für die Firma Georg Thalhammer den Gebirgsbärlauch. Aufgrund der Höhe und der Temperaturen verlängert sich in den Bergen die Erntezeit. Zusätzlich zeichnet sich das Knoblauchgewächs noch durch besondere Qualitätsmerkmale aus. Die Ernte im Gebirge ist wirklich naturpur. Wir haben überhaupt keine Umweltbelastung, gibt keinen Autoverkehr, keinen Reifenabrieb, gibt keine Abfälle im Wald. Es gibt ja mittlerweile sehr große Belastung durch Mikroplastik und es gibt auch keine Belastung durch die Landwirtschaft. Der Gebirgsbärlauch, der hier geerntet wird, kommt für die Marke Unser Land ins Glas. Doch bevor es soweit ist, muss der Bärlauch erstmal mit viel Geschick und Können geerntet werden. Jetzt ist Babybärlauch, ne? Hier. Und wenn es immer mit Messer ziemlich nicht ganz in Boden, so 1 Zentimeter ungefähr, ne? Dann ist ganz gut. Jetzt ist die beste Bärlauch. Anschließend wird der Bärlauch sorgfältig in diverse Klappkisten mit Plastikinnenbeuteln gelegt. Die Folie hält die Feuchtigkeit konstant und schützt vor Verunreinigungen. So bleibt der Bärlauch frisch und knackig. Wir sammeln ungefähr 5000 Kilo dieses Jahr. Hier in dem Gebiet haben wir also an die 100 Hektar Bärlauch. Also man könnte hier locker auch 100.000 Kilo sammeln, aber das machen wir bewusst nicht, weil der Bestand soll sich ja immer wieder erholen können. Die Flächen, auf denen geerntet wird, gehören den Bayerischen Staatsforsten. 1 Euro bezahlt Georg Thalhammer für 1 Kilo Pflückware. Wo genau das Pflückgebiet liegt, wird nicht verraten. Schließlich will man nicht, dass Privatpersonen die Flächen platt trampeln. Die dürften hier für den eigenen Hausgebrauch nämlich auch sammeln. Jetzt machen wir schön 3 Kilo rein. Schön gucken, ob die Bärlauch sauber schön ist. Keine Unkraut oder Waldblätter, Laub. Locker und luftig soll er in der Kiste liegen. Generell gilt, egal ob Gebirgsbärlauch oder Bärlauch aus tieferen Lagen, er wirkt antibakteriell und fungizid. Rund 800 Kilogramm werden nun nach Steinfeld in den unterfränkischen Landkreis Main-Spessart zur Verarbeitung gebracht. Das sind 400 Kilometer. Regional verarbeitet ist der Gebirgsbärlauch damit nicht. Produktionsleiter André Herrmann nimmt die neue Fuhre in Empfang. Wir sind hier im Trocknungsbereich. Hier wägen wir den Bärlauch an. Wir reduzieren das Wasser im Bärlauch ungefähr um 20%, um eine längere Haltbarkeit zu gewährleisten und den Geschmack zu verbessern. Etwa 24 Stunden, je nach Wetter, dauert dieser Vorgang. Die bereits angewelkte Ware ist nun bereit zur Verarbeitung. Hier wird der gewelkte Bärlauch gekuttert. Der wird zerkleinert mit einem regionalen Sonnenblumenöl aus Oberbayern. Dazu verwenden wir Meersalz, das kommt noch dazu, zur Haltbarmachung für den Geschmack. Es wird zerkleinert und dann füllen wir es in Eimer ab. Diese sogenannte Rohkonserve ist nicht wärmebehandelt und kann, nachdem sie gekühlt wurde, abgefüllt werden. Wir haben 2 Sorten, einmal Bärlauch in Öl und einmal ein Pesto mit Haselnüssen. Für unser Land produzieren wir ungefähr 25.000 Gläser aus 2 Tonnen frischen Gebirgsbärlauch. Die restlichen 3 Tonnen der Ernte werden anderen Bärlauchprodukten beigemischt. Ein Glas Gebirgsbärlauch-Pesto oder auch Gebirgsbärlauch in Öl kosten um die 4 Euro. Wenn man weiß, wo man ihn findet, kann man ihn auch selbst verarbeiten. Unseren Channel könnt ihr auch abonnieren, aber schaut vor allem in die BR Mediathek. Da bekommt ihr noch mehr Videos und Sendungen von unser Land und einiges mehr.